Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Metroid Prime. Im letzten Part haben wir den Speedball erhalten. Und jetzt wollen wir mal gucken, womit wir da überall hinkommen. Beim letzten Mal haben wir noch schnell gespeichert. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, wo wir überall den Speedball verwenden können. Eine Sache war, glaube ich, direkt hier vorne. Die bringt, müsste uns einen Missile-Container einbringen wieder. Lass mich in Ruhe. So, was war das denn? Wo vertue ich mich? Oben ist auf jeden Fall was. Ach, da. Entschuldigung. Ich würde doch sagen, hier müsste doch ein Missile-Container sein. Ach, komm jetzt. Da hätte ich ihn fast gekriegt. Ach, da haben wir ihn. So, und dann geht's auch schon weiter. Ja. Die ist klar. Futzi zu in den Samus. Ach, den lassen wir mal einfach. Komm, geht mir nicht auf den Keks. Upgrade müsste eigentlich auch in der Nähe vom Fahrstuhl direkt gewesen sein. Ach, Upgrade. Das nächste, wo wir den Speedball verwenden können. Auf der Talon-Oberwelt. Oh, Energie nehme ich noch mit. Ihr seid natürlich genau in der Rampe. Bombe wieder. Da haben wir schon wieder was Neues. Was war denn jetzt? Ach du. Gibt's mir nur ein Missile. Meine Missiles sind voll. Energie brauche ich. Ja, und da sind wir an unserem Raumschiff. Die übrigens auch noch nicht gescannt haben. Habe ich das etwa vergessen im beim ersten Mal? Tja. Dann ist das halt so. Entschuldigung. Muss mal kurz was machen. Was haben wir denn da? Den Space Jump. Den brauchten wir doch im Eisgebiet, um weiterzukommen. Und da haben wir ihn. Space Jump Boots erhalten. Können wir uns eigentlich auch direkt hier nochmal umsehen, ob wir hier irgendwo noch was haben? Kleinigkeiten, die springen jetzt. Da war was, wo wir so nicht hinkommen. Jetzt mit dem Space Jump kein Problem mehr. Ja. Dadurch. Oje, was seid ihr denn für komische Viecher? Okay.
glaube, das ist eins dieser Schlüsselelemente, die wir brauchen, um hinterher weiterzukommen. Mach mal auf hier. Hallo. Mein Gott, jetzt mach doch auf hier. Ach ey, die Türen manchmal in Metroid Prime, also echt. Die Eindämmung der großen Seuche. Diese Aufgabe wurde den Chozo zuteil und wir werden uns diese Bürge nicht entziehen, selbst wenn wir die Qualen und Pein mit dem Land und seinen Kreaturen teilen müssen. Unser Wille fließt ein in die 12 jene Artefakte, die durch ihre Zusammenkunft das Schloss bilden, um das unbeschreibliche Übel in den Tiefen dieses Planeten einzuschließen. Diese Eige muss jeder trotzen, der versucht, ihn zu brechen, um die Karte dieses Siegels zu bewahren und um es vor jene mit niederen Absichten zu schützen, werden wir die Artefakte über den ganzen, über das ganze Land verteilen und sie so neugierigen Blicken entziehen. Das Schloss soll niemals geöffnet werden, bis ihn zu dem Tage, an dem diese Katastrophe ein endgültiges Ende findet. Ja, da war wohl wieder von uns die Rede. Die Chozos auch immer Samus für alles mit einspannen müssen. Also hier brauchen wir erst wieder hinkommen, wenn wir alle Schlüsselartefakte gefunden haben. Eins haben wir schon. Das war, glaube ich, auch direkt am Eingang das. Sonst dürfte hier nichts mehr gewesen. Zu früh gefreut. Chozo in Schrift entziffert. Unsere ständige Begleiter inmitten unserer wahre gewordenen Albtraums, dem Kampf gegen die unnachgiebige Finsternis ist ein Licht, das wir deutlich sehen. Dieses seltsame Vertrauen wir kennen. Wirkende Licht strahlt Zuversicht aus. Es verjagt die von der großen Suche hervorgebrachten Schatten und reinigt jenes, was uns Gift getränkt ist. Doch ist es seltsam, gelegentlich erwacht aus dem Licht die Gestalt einer Frau. Von brennender Intensität sinkt dieses Leuchten aus dem All herab, um sich kurz darauf wieder in das Tief Schwarze zu Entschuldigung, zurückzuziehen aus, dem es erscheinen ist. Wenn sich diese Prophezeiung erfüllt, wenn das Licht niederkommt, dann hat die lange Wache der Chozo ein Ende gefunden.
Entschuldigung, ich muss mich mal kurz räuspern. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, ich bin leider leicht erkältet. Ist nicht ganz so schön, aber was soll man machen? Mal direkt weiter hier. Wieder zurück von da, wo wir gekommen sind. Jetzt haben wir zumindest mal wieder ein bisschen was herausgefunden. Ich meine, hier war noch irgendwas. Da oben. Irgendwo hier war noch was. Das wird wieder so ein Erkundungspart. Hm. Vorne durch? Ah. Braucht ich gar nicht ins Wasser. Naja, was soll's. Ah je, yeah, sind die viele Pilze. Heute gibt's Pilzragout. Samus, kannst du die nicht anvisieren? Hier noch. Anscheinend sind wir schon wieder zu hoch. Da kommen wir nur mit dem Morphball durch. Denn für komische Gestalten. Ah je, fliegender Pirat. Ja, da werden wir unseren Spaß haben. Wollen wir dir noch mal ein paar bisschen auf den Geist gehen? Ey, nicht hier abhauen. Da hauen die einfach ab. Schön, das heißt, die lassen auch noch ihren Dreck hier liegen. Nee, nee, nee. Weltraumpiraten. Ey, ich will da hoch. Hm, dann nicht. Ich sehe schon, hier kommen wir nicht weiter. Hier brauchen wir den Eisbeam. Tja. Ja, zumindest haben wir es schon mal erkundet. Ich sage, dann gehen wir mal direkt wieder zurück. Eisbeam ist, glaube ich, unser Stichwort. Sollten wir zurück ins Eisgebiet. Da sollten wir dann auch unsere nächsten Upgrades bekommen. Komm, mach auf da. Nee, keine Lust. Lasst mich in Ruhe. Denn hier noch irgendwas? Da oben ist noch eine Tür, die wir gehen können. Dann wollen wir doch da mal durchgehen. Dich kann ich, glaube ich, nicht attackieren, ne? Oh, machen die Missiles was aus? Ja, doch, Missiles. Na dann. Das sieht auch so komisch aus. Irgendwie schön. Ich fand sowieso Metroid Prime eins der ersten richtigen 3D-Games in Ego-Perspektive.
Jetzt von Nintendo selber natürlich. Es hatte schon was. Da eine Unfalltür. Ah je. Warum kommen wir nicht durch? Aber hier unten müssen wir uns nochmal fallen. Ah je, gleich eine Horde von euch wieder. Weiteren Upgrade? Ich weiß es nicht. Sieht mir so verdächtig aus. Ah, und schon wieder Missiles. Ja, so langsam füllt sich unser Raketenwerfer. Ich könnte zumindest nicht behaupten, dass wir zu wenig haben. Östliche Höhle von Magma. Das hört sich auch gut an. Da waren wir anscheinend noch nicht. Dann wollen wir mal wieder runter. In den Höhlen von Magma. Gleich zwei Eingänge. Können wir hier irgendwas machen? Na. Sieht nicht so aus. Brauchen wir erst ein Upgrade? Oder soll ich jetzt risky spielen? Na, nee. Lassen wir mal lieber. Gucken wir mal hier. Hier waren wir schon. Da oben ist noch was. Dürften wir jetzt auch mit dem Space Jump hinkommen? Oh, ist das schön, dass man hier nicht runterfallen kann. Das war knapp. Schau, was macht doch nicht immer so knappe Sachen mit mir? Na komm, wie aus da. Direkt durch. Du wird Ding, ey. Dich nicht, aber du bist auch doof. Hau ab! Kann man dich nicht kaputt machen? Na. Du hältst zu viel aus. Vorratskiste. Vielleicht ist ja mal ein bisschen Energie für uns drin. Ja, ein bisschen schon mal. Auch ein paar Missiles können wir mittlerweile ja auch wieder gebrauchen. Schnell durch hier. Ach, ich liebe dieses Spiel. Nee, nein. 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 Verschwinde. Hau ab. Du auch. Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Könnten wir theoretisch eine Etage weiter hoch hier? Mal was. Würde ich sagen, mache ich hier eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!